Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind mit Leon unterwegs, denn wir sollen uns mit Leon jagen lassen. Ja, die Daily mit Jake existiert noch, aber ich habe mir gedacht, ich wechsle die jetzt mal und vielleicht habe ich mit Leon mehr Glück. Ja, ich habe es selber auch ziemlich lustig gefunden. Ein Henker, da ist er auch schon. Der hat mich wahrscheinlich auch gesehen. Oder auch nicht. Wir haben... Oh Gott. Er hat mich nicht gesehen. Yes, okay. Städtische Umgebung, wie ihr gerade gesehen habt. Einfühlungsvermögen, entschlossener Anfänger und wir schaffen das. Diese Werkzeugbox, die hatte ich noch im Inventar. Die habe ich mir gedacht, nehme ich mal direkt mit. Gut, hat er nö, sag ich Ruin? Nö, aber Tama, na klasse. Das sind Buddies, Lisas Eigentum, Linas Eigentum. Die spielen sicherlich im Team. Und das hat auch eine draufgekriegt. Tana, das Grüßen. Danke, meine Lieben. Wenn es geht, bin ich hierher. Nicht umklatschen, Steve. Soll ich dich mal kurz hochheilen? Komm her. Ist vielleicht doch ein bisschen günstiger. Oh Gott, Steve, nicht in diese Richtung, bitte. Du machst das gut, Steve. Wir glauben an dich. Erster Gen ist durch. So. Jetzt muss das hier ein... Du bist noch nicht fertig? Okay, sorry. Jetzt muss das hier ein Stück weit schneller gehen. Ballert sich die Selbstheilung rein oder ein Medikit? Ich hoffe, es ist ein Medikit und keine Selbstheilung. Oh nee, ey. So, da ganz. Kling. Ich soll mich vom Killer jagen lassen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich will eigentlich ja nur aus der Runde raus. Das ist mein selbsternanntes Ziel. Für jede Runde eigentlich. So, die düseln über mir rum. Sowas mag ich ja. So. Oh Gott, hier ist direkt der Keller. Ja, eh klar. Lauf runter zu mir. Ich bin am Schrank. Tschüss. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht in den Keller. Oh doch. Sieht fast so aus. Ich habe gerade den Kopf gesehen. Ach nee, da düdelt ein Adam rum. Adam hat geblockt. Und sie ist runter. Ich habe kein Frontal mit. Da ist er auch schon. Und da ist der Henker. Würde hier gerne auch wieder raus. Keine eiserne Jungfrau. Gut. Dann gehen wir hier wieder ran. So, Adam kann gerade nicht geheilt werden. Der hockt dort. Und wartet auf was weiß ich. Das heißt, es kann nur noch Steve was tun. Und ich hoffe, dass Steve auch an dem Gen sitzt. Ich weiß jetzt nicht, die zwei laufen beide. Was wäre der Henker hinter ihnen her? Ich habe keine Ahnung, hinter wem er wirklich ist. Ah, okay, Steve hat eine abgekriegt. Alter Leute, dreimal Tana, das ist ja doch eine Katastrophe. Steve, nein. Ach nee, du bist ein Adam. Ach Gott, hin dort hin. Na, wenigstens kann ich jetzt nicht in den Keller kommen. So, wir ziehen den durch, dann heile ich dich, okay? So, ich habe da dann keine Scherzen mehr dabei, so blöd oder so. So, hier geblieben. Ja. Ist ein braver Survivor, der bleibt direkt hocken.
Geile ist halt, mit entschlossenen Anfängern siehst du, welche Chance zurückgehen, aber ich sehe gar nichts. Entweder wird nichts gemacht oder es wird nirgendwo gegengetreten. So. Ja, bevor wir die vom Haken holen, öffne mal lieber eine Kiste. Okay. Wird hier jetzt gecampt? Ja. Es wird gecampt. Ich verstehe die Killer nicht, die campen müssen. Echt nicht. Hey, hier ist zu. Warum ist hier zu? Und natürlich wird auch getunnelt. So. Hier ist ein Käfig. Dort hinten. Adam, schaffst du's? Oder bist du Steve? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist ein Adam. Und der da ballert sich schon wieder die Selbstheilung rein. Ich versuche jetzt mal den letzten Gen zum Durchziehen. Mal, dass der Horst nicht direkt hier runterkommt. Ich bräuchte es zwar für die Daily, aber es muss halt nicht sein. Ja. Oh Gott. Warum muss man denn so tunneln? Was bringt einem denn? Ein Kill. Toll. Heißt besser nicht am Haken landen. Och, geh, komm schon, das ist doch nicht wahr. Auf. Oh Gott, der Gen war schon so schön weit. Ja, ich bin jetzt verletzt. Ich will da jetzt nicht hinlaufen. Was macht der denn? Nicht hinter mir. Ja. Dying Light. Das heißt, ich bin schneller. Ich hätte gern meinen Gen fertig gemacht. Nein, ich hocke hier und heile dich hoch. Danke. Gehst du da bitte an den Gen ran, bevor der noch mehr Fortschritt verliert? Oder lauf wenigstens weg von dem. Du müsstest ja sehen, dass ich den dann aufgehoben habe. Ja. Danke. Daron. Da lag gerade irgendwas. Oh Gott, wie weit ist er zurück? Och, nee, ey. Da war doch fast fertig. Also, ne, es war kein Dying Light, das war Nachtwache. Okay. Wo ist der Steve? Wir ziehen das jetzt durch, ne? Das kriegen wir nämlich hin. So. Blink. Fertig. EP. Jetzt kriegen wir noch Nöte in die Fresse. So, Gott. Wo ist er? Wow, da ist er. Oi. Nee, du. Ups. Ich habe mich gerade in die Ecke manövriert.
holt den jemand runter. Ich selber befreien. Du sollst den weglocken. Weg! Ich bin doch... Oh Gott. Na, du bist toll. Hier rüber. Ich bin hier. Ich bin hier. Gott, Gottes Willen, nee. Will ich jetzt das Tor aufmachen? Komm her. Komm her. Spielt ein Camper noch in die Karten, Leute? Klasse! Nicht früh genug weg. Du bist ein Killer, den man echt nicht haben will. Campen, Flanken, Tunneln. Aber sonst bist du noch ganz echt, ne? Alter, das macht man nicht, was du hier machst. Der ist tot. Ja, was willst du? Kleiner Scheiß-Camper. Echt jetzt. Boah, Junge, ich hänge schon am Argen. Intus. Schießen aus. Gegen so einen Arsch hätte ich es mir verdient. Hau ab! Nee. Nee, es soll nicht sein. Du bist so spitze. Du bist so spitze, du Saftsack. Ich kämpfe auch gar nicht. Hat keinen Sinn. Ich gehe jetzt zum Entitus. Ich weiß auch gar nicht, was mit dem anderen passiert und ich, ja. Bin mir gerade auch gar nicht so sicher, ob es ein bisschen will. So. Wie sieht es denn punkttechnisch aus? Wahrscheinlich, ja. Miserable. Nö, ging eigentlich so. Pip habe ich sogar noch. Klasse. Ja. Was der mit hat, keine Ahnung. Denn da lässt den ausbluten. Alter, was ist mit dir? Was ist mit dir? Das macht man nicht. Du spielst scheiße. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Du spielst scheiße. Scheiße spielst du. Mal gucken. Die 20 Sekunden, die das noch dauert, die habe ich jetzt auch noch Zeit. Ausgeblutet. So. Tana wussten war verbittertes Gemurmel. Okay, dann ruft der Krankenschwester. Und was war das? Der erzwungene Buße. Ah, deswegen war der Adam gebrochen. Alles klar. Jo, das war eine Runde, wie man sie nicht haben möchte. Mit einem campenden, slackenden, tunnelnden Killer. Aber man kann sich's halt nicht aussuchen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Däumchen nach oben. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Oder lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.